Und da sind wir wieder. So, Half-Life 2. Oh, ja. Genau, Tower Defense kommt sicher. Oh, komm. Das ist doch... Dankeschön. Wo soll ich die hinstellen? Ich weiß es nicht. Ich stell die... Ach du Scheiße. Geschütze! Fick dich. Stell dir am besten hier noch eins hin. Komm her. Hört auf. Hört doch auf damit. Aufhören. Aufhören, aufhören, aufhören. Sie kommen, Gordon. Habt ihr jetzt... Okay. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Schieße zu Tode, Geschütz. Nom nom. Ich glaube, ich beschütze es, indem ich jeweils die Granaten, die dann entgegenfliegen, einfach mit meiner Gravity Gun nehme und dann wegschmeiß. Ich dachte, du bist wieder umgefallen, Mr. Geschütz. Mr. Geschütz, was sagen Sie dazu? Mr. Geschütz 2, was sagen Sie dazu? Bams. Ja, Leute, ihr merkt... Beziehungsweise ich merke, es kommt mir leichter vor. Ah, ich dachte, das ist einer. Entschuldigung, hier sollte ein Geschütz stehen. Dankeschön. Bams, bams, hey, bams, bams, bams. Die Freude ist groß, wenn das Sparschwein singt. Was? Nein. Das war aus dem Zusammenhang gerissen. Sie ist schon halbwegs drinnen. Ja, wo denn? Du machst doch gar nichts außer rumlaufen und mit einer Knarre auf den Boden ziehen. Okay, tolle Glaseffekte und so. Ich lade mal schnell wieder HP auf, weil ich's kann. Danke. Ja. Was warten wir jetzt eigentlich, bis der Teleporter wieder funktioniert oder was? Was das schon? Das war ja echt kinderleicht. Ja, es kommen bloß keine mehr. Das ist ja simpel. Kommen da eigentlich noch welche? Sonst könnte ich den da auch irgendwo da hinten hinstellen. Da kommen ja, glaube ich, keine oder so. Ne, ich hoffe mal nicht. Leute? Okay. Mhm. Was geschafft? Ja, das ist ja kinderleicht. Das ist ja ein wunderschönes, kinderleichtes Aufgäbelchen. Können wir gleich mal schauen, was wir noch an Muni haben. Das bringt mir wahrscheinlich hier nichts. Nein. Ja, noch ein paar Sekunden. Es kommt doch niemand. Ja, jetzt raus hier. Geh auf! Geh auf! Nee. Wieso macht dir das Angst? Oh ja, komm ins Kämmerchen. Hey, ich will mit dir. Ja, ich bin drinnen. Hallöchen. Oh, oh. Weiße Combines. Don't hurt me, please. Jetzt mach schon, du dämliche Teleporter. Teleport mich weg. Moment. Hallo Alex. Tschüss Alex. Und lass mich raten, ich werde wieder voll wo irgendwo anders hingeportet, als es eigentlich gehört oder so. Ich bin jetzt wahrscheinlich voll in the space of the universe und... Nein. Oh Mann, geschafft. Ja, das ist eine gute Frage. Okay, der Typ dran an... Jetzt, wenn ich genau hinschaue, dran erinnert er mich an jemanden ganz Bestimmtes und... Naja, ich will seine Privatsphäre nicht verletzen, deswegen erwähne ich ihn nicht. Aber... Ja, Physiklehrer... Nein, gar nicht. Okay, ja. Fascinating.
Felsbaum. Bams. Hallo, Drucker. Ah nein, das ist ein Lückendetektor. The blow you struck at Nova Prospect was taken as a signal to begin the uprising. But what about my father? Bams! According to the Vortigaunts, he is a prisoner at the Citadel. We've got to get my father out. Barney has been leading a push with that very aim in mind. Okay. And another of your friends arrived several days ago. Dog, you made it! Dog! Bams, fang! Whoa! Okay. Und er war hier in der Rumpelkammer drin. Ein Moment. War hier nicht meine Ausrüstung mal drin? Barney! Ey, schubst mich nicht weg. Die haben alles zugebaut. Das ist cool. Gordon und Doc können hedge your way. I want to get Dr. Kleiner somewhere safer. Then I'll meet up with him. Okay. Alex, oh, Alex. Bitte komm doch mit mir. Bams! Was machst du da? I'll catch up with you as soon as I get Dr. Kleiner settled. Ja. Hallo. Oh, Entschuldigung. Lamar. Wo ist Lamar? Go on, Gordon. I'll take care of this. Ein Moment. Hallöchen. Man möchte doch... Ich will was probieren. Es gibt genug Headcrabs auf dieser Erde. Okay. Ich will nur schnell was probieren, ob es mir was bringt, hier hochzugehen, da ich so ein Kistenfanatiker bin. Und hoch und runter gehen. Hallo, bist da jemand? Ja, toll, das hat mir jetzt ja Käse gebracht. Käse und Sau. Hallo, danke, dass du mir das Fall gemacht hast. Munition, ja, wie wir sie lieben. Doc, soll ich hier runter? Wow! Ich hasse... ja. Das ist immer so, das dran gewöhnen an Minecraft, wenn man Steuerung drückt, dass man da nicht runterfällt und... Naja, das hier ist nicht Citizen One. Oh, hallo, Doc. How are you, my lovely one? Du folgst mir. Okay. Wir sind in einer Stadt. Soweit habe ich schon verstanden. Gehen wir einfach mal weiter. Und wir werden schon sehen. Alter. Och, du Schuss. Ah, da ist wieder Granate raus. Doc, mach doch mal was. Ja, werf. Ja, komm und bams. Bams. Und ins Gesicht. So, Auto. Du. Folgst der falschen Physik. Ach du Scheiße. Nein. Oh. Ah, du müsstest auch nachladen. Ha, du Idiot. Wow. Au. Okay, das war... Brava Dog. Aber jetzt komme ich da nicht mehr lang. Will ich da lang? Nein, ich will hier lang. Das machst du doch sicher für mich auf. Ja, braves Doggylein. Und du kommst wahrscheinlich nicht mit. Hier ist ein Geheimversteck. Hundertprozentig. Hallo, Puppy. Okay, hier soll man, glaube ich, nicht hoch. Ja, und was bringt mir dieses Geheimversteckelchen? Ah! Oh! Ist ja nicht mal Geheimversteck. Okay. Das wusste ich natürlich. Not. Not N-O-T oder N-O-D. Not. Okay. Das sind die Pornokameras, oder? Was schießt hier? Bams? Okay, was auch immer geschossen. Ach, hier sind wir. Well, Gordon Freeman. About time too. Wer oder was bist du? Okay, egal. Solange du mir folgst, das ist gut. Gehen wir einfach mal da lang, wo es ja möglich ist, lang zu gehen.
Sagen wir es mal so, das ist bei Half-Life. Aufstand! Ja. Alter, hier hat sich ganz schön viel verändert. Wuhu! Yay! Dr. Freeman? We're coming with you. If you hear Dr. Freeman, we can finally make some headway. Yeah, und los! Folgt Freeman! Die haben hier irgendwie ganz schön viel verändert hier. Das sah mal ganz anders aus. Kann das irgendwie sein, dass durch diesen Teleporter, da hat er auch irgendwas erwähnt, dass irgendwie unser Teleporter ziemlich langsam ist. Vielleicht sind wir ein bisschen durch die Zeit gereist. Also nicht rückwärts, sondern vorwärts. Ja, ich frag's mich auch gerade, wo sollen wir hin? Gehen wir einfach mal da lang. Zum Schicken der Einheit an einen Ort. Wow, das ist cool. Aber ich brauche euch hier und jetzt. Okay, zweimal drücken, dann kommen sie zurück. Bams. In ihr Gesicht geheadshottet. Okay, gehen wir weiter. Oh, oh, schon wieder Ladedaten. Ey, das ist ja hier ein reines Ladedatenparadies. Oh Gott. Okay, da sind Headcrabs. Hi. Wow, Hüpfer. Ich habe die schon mal im Video gesehen. Die machen Bums. Könnt ihr hier vielleicht gucken in der... Moment. Ich glaube, die kann man auch nehmen. Oh, Shrek. Ich habe Angst. Don't waste the hoppers, Dr. Freeman. We can use them against the combine. If you can get those hoppers up without setting them off, you can plant them wherever you want them. Wow. Komm her. Hoppa. Bams. Okay, das ist interessant. Die kann ich dann also tatsächlich nehmen. Da hat es also doch gebracht, das... Oh, fuck. Oh. Das Video mal anzuschauen. Also, ich hab nicht viel von... Arschloch. Viel von Half-Life 2 angeschaut, also immer nur ein paar Videos, und da habe ich auch das gesehen, dass man die so nehmen kann und dass die sehr aggressiv auf mich reagieren. Hier ist doch irgendwie Secret oder so. Secret Exit, no, du bist im Weg, Junge. Und nehmen. Ich liebe nehmen. Oh, oh, ich glaube, der kommt zurück. Au. Okay, hier war doch bestimmt noch Leben oder Co. Co, ja, Leben. Hallo, Typ. Folgt Freeman! Hallo, oh, Medic! Ach du Scheiße. I found burning wheel. Oh my god, it's burning. Bams. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir dieses Viech töten können. Ich lauf. Wohin laufen wir? Laufen wir nach oben. Oben sind Headcrabs. Aua. Die haben mich besprungen. Ich weiß nicht, ob ihr was hört. What you about? Okay, okay, okay. Wie krass ich mich am Boden fest, du kleines. Oh, Hallöchen, Kollegas. Dich will ich. Nein. Nein. Bams. So, nein. Nein. Ja. Bams. So, was? Wieso schießt du mich ab, Kollegas? So. Haha. Und ich glaube bei diesem. Einen Moment. Geh mal weg, sonst stirbt. Und ich glaube, in dieser sehr gemütlichen Kammer mit meinen Kollegen mache ich auch Schluss mit diesem Part. War interessant. Ja? Super toll. Gut gemacht. Naja, auf jeden Fall. Bis dann.